Oje, beim Trockner blinkt schon wieder der Behälter. Von voll kann aber keine Rede sein, denn der Wassertank ist leer. Doch keine Sorge, wir zeigen, wie sich dieser Fehler durch eine gründliche Reinigung beheben lässt. Da hierfür der Trockner geöffnet wird, stellen wir sicher, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschlossen ist. Zudem müssen bitte alle im jeweiligen Land geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Dann kann es auch schon losgehen. Wir entfernen zuerst die zwei Schrauben des Gerätedeckels und nehmen den Deckel ab. Jetzt ist die Verunreinigung schon zu erkennen. Überall Flusen, die wir sogleich mit einem Tuch beseitigen. Danach entfernen wir den Wasserbehälter. Als nächstes wird geschraubt. Wir entfernen zunächst die drei Schrauben nahe des Wasserbehälters. Dann eine Schraube auf der rechten Seite der Bedienblende. Die Bedienblende ist jetzt frei und wir können diese am Trockner ablegen. Es folgen die Schrauben des linken Seitendeckels. Zuerst kümmern wir uns um die vorne liegenden Schrauben, dann um die oben liegenden, eine vorne und eine hinten. Es folgen die Schrauben an der Rückseite des Geräts. Es ist fast geschafft, doch eine Schraube befindet sich noch auf der Unterseite des Geräts. Wir kippen den Trockner und entfernen auch diese Schraube. Jetzt kann der Seitendeckel abgenommen werden. Aber Achtung, der Deckel wird nach hinten gezogen, da er noch durch Plastikzapfen gesichert ist. Der Blick auf die Pumpe und den Kondensator wird frei. Um die Pumpe und den Flusensumpf zu reinigen, nehmen wir als nächstes die Pumpenabdeckung ab. Danach entfernen wir die Flusen und stecken die an der Pumpe angeschlossenen Kabel ab. Wir entfernen den Überlaufschlauch und nehmen dann die Pumpe heraus. Der Flusensumpf ist schon zu erkennen. Für eine einfachere Reinigung entfernen wir jetzt auch den Kondensator und die darunter befindliche Abdeckung. Anschließend reinigen wir die Problemzone. Dafür wischen wir den Flusensumpf gründlich aus. Dann entfernen wir die Pumpe und reinigen sie zusammen mit dem Kondensator unter fließendem Wasser. Beim Reinigen achten wir aber darauf, dass nur die Unterseite der Pumpe nass wird. Beim Kondensator ist das hingegen egal, er wird gründlich von sämtlichen Flusen befreit. Ist alles schön sauber, muss der Trockner auch wieder zusammengebaut werden. Dazu setzen wir zunächst die unter dem Kondensator befindliche Abdeckung wieder ein. Dann folgt das Einsetzen der Pumpe. Dabei vergessen wir nicht, den Ablaufschlauch wieder einzustecken und auch den Überlauf einzufädeln. Anschließend folgen die Kabel der Pumpe und des Schwimmers. Als nächstes setzen wir die Abdeckung auf und sichern diese mit der dazugehörigen Schraube. Auch den Kondensator schieben wir jetzt wieder an seinen angestammten Platz zurück. Sobald das geschafft ist, wird der Seitendeckel aufgesetzt. Das ist mitunter der schwierigste Teil der Reparatur. Denn der Seitendeckel muss in die vorderen Plastikzapfen und auch am unteren Ende des Trockners in eine Nut eingefädelt werden. Ist das aber einmal gelungen, werden alle Schrauben in umgekehrter Reihenfolge wieder eingesetzt. Zuerst die Schraube an der Unterseite des Geräts, dann die Schrauben auf der Rückseite. Danach kümmern wir uns um die oben und vorne befindlichen Schrauben. Als nächstes setzen wir auch die Bedienblende wieder ein und sichern diese mit den zuvor entnommenen Schrauben. Drei nahe der Waschmittellade und eine auf der rechten Seite des Geräts. Als letztes legen wir den Gerätedeckel auf und drehen die zwei letzten noch verbliebenen Schrauben ein. Dann ist es geschafft und der Trockner wird seinen Dienst wieder ordnungsgemäß verrichten. Wenn du ein Ersatzteil benötigst, schau doch auf Schraubdoc vorbei. Es zahlt sich aus, denn YouTube-Abonnenten bekommen bei jedem Einkauf Rabatt. Den Code dazu findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch einen Daumen hoch. Und vergiss nicht, Schraubdoc zu abonnieren.